Die folgende Sendung wird präsentiert von Es gibt genau zwei Arten von Menschen, die Weihnachtsmärkte nicht mögen und die, die es kaum erwarten können, wenn es wieder losgeht. Ich kann nur sagen, es geht wieder los und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu hier bei uns vor Ort. Und vor Ort, das bedeutet, wir sind heute auf dem wunderschönen Weihnachtsmarkt in Dudeldorf. Ja, die Vorweihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt, für mich einfach nicht vorstellbar. Denn der Duft von gebrannten Mandeln, heißer Glühwein, Lebkuchen, das hat doch was, oder Barbara? Ja, auf jeden Fall, Marvin, da gebe ich dir recht. Die Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmarkt, das passt irgendwie nicht zusammen. Weihnachtsmärkte gehören einfach zur Weihnachtszeit dazu. Und jener Weihnachtsmarkt ist ja anders, der Dudeldorfer Weihnachtsmarkt beispielsweise. Und das werden wir noch im Laufe der Sendung sehen, der hat so seinen ganz eigenen Charme. Aber bevor wir uns unter die Besucher begeben, wollen wir Ihnen mal zeigen, wie sich der historische Ortskern von Dudeldorf in den letzten Tagen vom Normalzustand in den weihnachtlichen Ausnahmezustand verwandelt hat. Also was hier so verdächtig nach Einbruch aussieht, ist in Wahrheit das, um was es beim Dudeldorfer Weihnachtsmarkt vor allem geht, und zwar um die vielen privaten Garagen und Keller, die die Bewohner freiwillig zur Verfügung stellen. So, hier haben wir jetzt schon ein Stück weit ein kleines bisschen vorbereitet, das wir hier geräumt haben. Das hat relativ wüst ausgesehen, muss man schon sagen. Aber wir haben das alles schön zur Seite gepackt und die Fläche, die wir jetzt zur Verfügung haben, die ist für den Aussteller ausreichend. Hier kommt eine Ausstellerin rein, die Schmuck herstellt, Schmuck verkauft, von daher ausreichend Platz. Genau, die vielen, vielen kleinen Ständchen und Bütchen und was eben noch alles dazugehört zum berühmten Dudeldorfer Weihnachtsmarkt. Hans-Josef Pallien ist Marktleiter, kennt sich also bestens aus auf dem Plan. Alles, was Sie hier sehen, diese ganzen Markierungen, Kästchen, Dreiecke, das sind Außenstände, das sind Hütten, das sind Garagen und so weiter. Das Herz des putzigen Ortes Dudeldorf wird also zum Weihnachtsdorf umfunktioniert. Auch hier in diesen Keller kommt am Weihnachtsmarktwochenende ein Aussteller rein. Wir haben natürlich eine Mischung. Das sind Gewölbekeller dabei, das sind normale Garagen, das sind sogar Wohnhäuser, die zurzeit nicht bewohnt sind, die wir nutzen dürfen. Also alles, wo wir irgendwo, natürlich Scheunen nicht zu vergessen oder Ställe, ehemalige Stallungen. Das sind so roundabout von den über 100 Ausstellern, die wir hier haben, können wir ca. 25 bis 28 in solchen Räumlichkeiten unterbringen. Auch aus dem nahen europäischen Ausland haben sich Aussteller angekündigt. Und die, die quasi Glück haben, bekommen dann sogar einen Platz im Warmen, also in der Dudeldorfer Burg. Hier befinden wir uns im Burgkeller, wo wir auch drei Aussteller unterbringen können. Tische sind platziert. Natürlich sieht das alles erst aus, wenn die Aussteller aufgebaut haben. Dann nimmt das alles Form an. Und dann wird auch der erste Stock der Burg voll sein mit Ausstellern. Genauso auch diese noch klapprige Bude. Und überhaupt die Straßen und die Kirche. Einen kleinen Rundgang gibt's später noch. Jetzt naschen wir erst einmal was mit Barbara. Ich probiere das gleich mal. Sieht gut aus. Gerne. Ja, der historische Ortskern hat sich seit gestern in einen wunderschönen weihnachtlichen Markt verwandelt. Und da darf natürlich eins nicht fehlen, die Weihnachtsplätzchen. Natürlich kann man die hier auf dem Weihnachtsmarkt in Hülle und Fülle und in zig Geschmacksvarianten probieren und auch mit nach Hause nehmen. Doch vor dem Probieren kommt erstmal das Backen. Besonders Kinder sind ja begeistert bei der Sache, wenn die Plätzchen gebacken werden. Teig kneten, ausrollen, ausstechen und was natürlich ganz besonderen Spaß macht, das Naschen. Und genau deswegen waren wir zusammen mit Kindern in der Dudeldorfer Weihnachtsbäckerei. Hüpf, hüpf. Ja, da kommt Freude auf, bevor überhaupt was passiert ist. Plätzchen backen, das ist definitiv was für Kinder. Das hat die Bäckerei Flash schon sehr früh zusammen mit dem eigenen Nachwuchs erkannt. Da kam erst eine Freundin der Nichte und dann noch eine und dann standen plötzlich 12 Kinder in der Bäckerei. Und alle wollten sie Plätzchen backen. Wie praktisch, dass der Bäcker Flash in Dudeldorf so eine große und bestens ausgestattete Backstube hat. Und der Teig, der hier entsteht, ist natürlich auch perfekt zum Ausstechen und auch natürlich zum Naschen. Alles, was an den Fingern klebt, wird in den Mund gesteckt. Ah. Da riskiert man gerne ein bisschen Bauchschmerzen. Die sind doch auch ganz fix weggesungen. In der Weihnachtsbäckerei
gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch, so manch ein Glühwein, ihren großen Kleckerei. In der Weihnachtsleckerei, in der Weihnachtsleckerei. So, die Zweitschrift kann ich aber jetzt nicht machen. Sternplätzchen gibt's und auch Hasen und Herzen. Und auch eine Weihnachtswurst und einen Weihnachtsrochen und eine Weihnachtsbrezel und alles, was nicht gelingt, ab in den Mund. Da wollen wir mal nicht so sein. Und dann wird natürlich noch verziert. Zuckerbäcker, Zuckerbäcker, Zuckerbäcker. Könnt Pfeffer auf den Keks drauf? Nein. Nein, oder? Und Salz? Nein. Nee, auch nicht, ne? Und Ketchup? Bäh! Aber was gehört auf dem Keks drauf? Na, Süßkram natürlich. Und Nüsse. Ach, das ist schon eine wahre Freude. Und man kann sich so schön schmutzig machen. Wir werden sich immer daran erinnern auch. Ne? Und wir wollen die weg vom Computer, vom Handy oder von anderen Sachen weg, nochmal zum Brauch zurück, wegen den Plätzchen. Und früher hat man immer mit den Eltern Plätzchen gebacken, ist leider immer weniger geworden. Ja. Und dafür holen wir uns halt viel Zeit für die Kinder auch. Ja. Die Bäckerei Flash hat sich auch schon viel Zeit für ihr neues Kinderbackbuch genommen. Dort sind die schönsten Plätzchenrezepte drin, die für jedes Kind samt Eltern super easy nachzubacken sind. Ja, das hier sind alles uralte Rezepte noch von früher, die wir alle nachbacken. Ne? Hier Butterplätzchen, ja. Eigentlich auch ein einfaches Rezept, ne? Das auch Kinder mit ihren Eltern ganz gut nachbacken können. Ja. Wie die Kinder interessant gucken, ja. Ich glaube, vom Computer sehen die nicht so fröhlich aus. Spaß und Süßigkeiten sind ja schon eine Bombenmischung für Kiddies. Aber jetzt lernen die Kleinen beim Backen auch noch was. Die Kinder lernen ja auch über die Rohstoffe wie Mehl, Zucker, Eier, lernen sie auch noch was dabei und passt ja auch gut zum Weihnachtsfest, ja. Bald können sie besser backen wie die Mütter. Ja, warum eigentlich nicht? So, jetzt noch einmal ganz schnell naschen, bevor die fertigen Plätzchen dann auch endlich probiert werden können. Lecker! Die Plätzchen sind sehr lecker. Das sieht man doch, wie er strahlt. Ne? Der kann doch gar nicht lügen. Nein, wirklich, sehr gute Plätzchen. Das Rezept dazu und viele weitere stehen im neuen Kinderbackbuch der Bäckerei Flash. Erhältlich übrigens in allen Filialen der Dudeldorfer Bäckerei. Ja, schön zu sehen, wie die Kinderaugen glänzen und sich alle in der Weihnachtsbäckerei freuen. Ich gebe jetzt zu Marvin. Der freut sich auch, denn er steht am oberen Stadttor und hat zwei Gäste bei sich. Ja, danke Barbara. Ich habe jetzt zwei Gesprächspartner. Zu meiner Linken habe ich zuallererst den Herrn Lonien. Sie sind der Bürgermeister von Dudeldorf, seit 5 Jahren schon. Da kann man jetzt sagen, Sie werden sicherlich wissen, was Dudeldorf lebenswert macht, oder? Ich denke schon, ja, dass ich da was dazu sagen kann. Also Dudeldorf macht, denke ich, lebenswert, dass wir zum einen ein schönes Neubaugebiet haben. Wir haben Neubaugrundstücke, die wir zur Verfügung stellen können. Wir können aber auch einen historischen Ortskern vorweisen, der kaum Leerstand aufweist. Wir haben also viele historische Gebäude, die schön renoviert wurden von Privatpersonen, die also wirklich im Ort belebt sind. Wir haben, Schönen Ort. Jetzt haben wir aber auch ein Industriegebiet, das floriert, sagt man. Viele Arbeitsplätze. Wie kommt das zusammen, so ein historischer Ort und dann dieses Industriegebiet? Wie läuft das? Ja, Industriegebiet ist vielleicht etwas groß, etwas breit ausgedrückt. Wir haben ein Gewerbegebiet, dort sind Gewerbebetriebe angesiedelt, hier aus dem Ort überwiegend, die insgesamt ca. 450 Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das sind zum einen die Firmen im Gewerbegebiet selbst, zum anderen die Firmen hier im Ortskern, die noch vorhanden sind. Ca. 150 Dudeldorfer arbeiten auch hier im Ort in den Betrieben und dann bleiben ca. 300 Personen, die also einreisen, Einpendler sind und hier arbeiten. Sie selbst machen was beruflich?
Ich bin Verwaltungsbeamter bei der ADD, bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdelegation in Trier. Ja, und mache dann so nebenbei auch noch den Job des Bürgermeisters hier. Vielleicht noch zum Abschluss, bevor ich zu Ihrem Kollegen gehe. Sie kennen den Weihnachtsmarkt ja selber sehr gut. Was ist ein Tipp, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne noch nach Dudeldorf am Weihnachtsmarkt kommen? Was ist Ihr Lieblingsstand? Ja, mein Lieblingsstand, wenn es um Getränke geht, ist zum Beispiel oben der Stand des Sportvereins. Da gibt es schöne, gute Getränke. Sehr gute Getränke, hochwertige Getränke gibt es auch hier unten. Da stehen wir nicht weit davon, beim Musikverein. Es gibt aber auch sehr viele Dekorationsstände, wo man sich herrliche Sachen jetzt für die Vorweihnachtszeit kaufen kann. Dann vielen Dank. Und dann gehe ich mal direkt hier rüber zum Herrn Pallien. Sie sind der Marktleiter. Sie sind im Vorstand des Marktes, glaube ich. Ganz genau. Erklären Sie mir ein bisschen, Sie machen das jetzt seit 15 Jahren. Wie hat sich der Markt entwickelt seitdem? Ja, also die Veranstaltung findet jetzt an diesem Wochenende zum 34. Mal statt. 1985 zum ersten Weihnachtsmarkt, das war mit einer relativ bescheidene Veranstaltung, hat angefangen hier an dem oberen Tor und ging bis zum Marktbrunnen, ca. 100 Meter von hier entfernt. Und jetzt mittlerweile auch im 34. Jahr haben wir einen Rundgang hier im Ort geschaffen von ca. 1,2, 1,3 Kilometern und haben mittlerweile über 120 Aussteller am Start, die wir begrüßen können. Und ja, das macht das alles so lebenswert, so schön. Die Aussteller haben mittlerweile auch eine Warteliste, weil es so viel Andrang für die Stände gibt. Wie regulieren Sie das? Was sagen Sie denen? Ja, das ist, das hört man sehr selten, dass mittlerweile, dass es Wartelisten gibt für Aussteller. Wir können uns, Gott sei Dank ist das bei uns so. Das ist, wir können das selbst nicht erklären, warum, wieso, weshalb. Der Markt hier ist einfach eine tolle Geschichte, weil er so ist, wie er ist. Durch die vielen Keller, Garagen, Scheunen und so weiter. Es sind immer mal Aussteller, die wegfallen. Wir haben natürlich eine große Zahl an Stammausstellern, ja, aber es ist immer schon mal, fällt der eine oder andere weg. Und da haben wir ja unsere Warteliste, wo wir kurzfristig dann auch noch können, ich sag mal, eine entstandene Lücke auffüllen. Nachrücker quasi. So ist es. Jetzt kann ich auch Sie zum Abschluss noch mal fragen, was ist Ihr Lieblingsstand? Das werde ich relativ oft gefragt. Ein Lieblingsstand gibt es nicht. Es ist, wenn Sie durch den Ortskern gehen, und Sie werden das sicherlich noch machen, alle Stände sind sehenswert, sind toll. Natürlich, wie der Herr Lonin eben schon sagte, die Getränkestände, Sportverein, Musikverein oder die Kollegen von der Viehsbude oben, das sind die drei markanten Getränkestände, ja. Wir haben einige schöne Speisenstände mit Fisch unter anderem. Also es ist alles toll. Alles toll, gut. Das ist ein schöner Abschluss. Dann kann ich jetzt sagen, wir haben noch die Veranstaltungstipps für die kommende Woche. Und danach geht es dann wieder weiter hier vom Dudeldorfer Weihnachtsmarkt. Die Veranstaltungstipps werden präsentiert von der Verbandsgemeindeverwaltung Daun. Vor der Prümmer Basilika feiert man am Freitag, den 6. Dezember, die Eröffnung des Prümmer Winters. Neben der großen Kunsteisbahn von Gleis gibt es außerdem wieder gemütliche Weihnachtshütten mit Glühwein und Leckereien. Beginn ist um 18 Uhr. In Daun können sich Besucher und Einheimische vom Freitag, den 6. bis Sonntag, den 8. Dezember über Lichterglanz, Musik und Genuss freuen. Das Dauner Adventsleuchten auf dem Burgberg, in der evangelischen Kirche und im Forum Daun sorgt mit einem umfangreichen Programm für weihnachtliche Stimmung. Der Musikverein Niederprüm veranstaltet am Samstag, den 7. Dezember, wieder ein Jahreskonzert im Gemeindehaus in Niederprüm. Ab 20 Uhr eröffnet die Jugendkapelle des Vereins mit Dirigentin Sina Nickels den Abend. Im Anschluss folgt das Gesamtorchester unter der Leitung von Michael Bretz. Der Eintritt ist frei. Ein Adventskonzert der anderen Art findet am Sonntag, den 8. Dezember, im Eifeldom in Niederbettingen statt. Die Sakropop-Band Spirit präsentiert um 18 Uhr ihr neues Programm Sternenzeit. Der Eintritt ist frei. In Hillesheim findet am Samstag, den 7. und Sonntag, den 8. Dezember, ein großer Hallenweihnachtsmarkt in der Viehmarkthalle statt. Einfallsreiche Kunsthandwerker bieten dann in der festlich geschmückten Halle ihre vielfältigen Produkte an. Stöbern Sie durch unzählige Geschenkideen, genießen Sie warme Speisen und Getränke und erleben Sie traumhafte Momente beim Bummel durch die Gerolsteiner Innenstadt. Beim Altstadtweihnachtsmarkt am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Dezember. Sprudelt, erfrischt, belebt.
Verlängerung? Natürlich aus der Vulkaneifel. Einzigartig in der Mineralisierung. Gerold Steiner, das Wasser mit Stern. Machen Sie Karriere bei Fabris Food und Snack. Wir bauen unser innovatives Team aus und suchen aktuell Produktentwickler, Schichtleiter und Lagerfachkräfte. Weitere Informationen finden Sie unter www.fabris.de/karriere. Gestalte deine Zukunft, wie du es möchtest. Werde Teil der Ahler-Familie und mache eine Ausbildung an unserem Standort in Bronsfeld. Wir suchen zum 1. August 2020 Auszubildende für verschiedene Unternehmensbereiche. Gemeinsam mit dir wollen wir unsere führende Position als europaweit erfolgreiches Unternehmen weiter ausbauen. Du hast Interesse? Dann bewirb dich jetzt unter ausbildung.bronsfeld@alafoods.com. Die Zimmerei Werner Thiel realisiert ihre Projekte. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin Führungskräfte in den Bereichen Zimmerer und Dachdecker, Zimmerer, Dachdecker, Klempner und Bauhelfer bzw. Kranfahrer. Zimmerei Werner Thiel. Wir lieben unser Handwerk. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück auf dem Weihnachtsmarkt in Dudeldorf, wo sich immer mehr Besucher durch die historischen Gassen drängen. Kein Wunder, denn die Atmosphäre zwischen den beiden Stadttoren rund um die Burg und Pfarrkirche, ja, die hat was. Aber es gibt auch noch ein anderes Gebäude, das zusammen mit seinem Besitzer den Ort weit über die Grenzen der Region bekannt gemacht hat. Ich meine das Restaurant Torschenke und den Mann, der dieses Restaurant seit vielen Jahren betreibt, Josef Zillien, oder wie man ihn hier in Dudeldorf liebevoll nennt, Torschenken Jupp. Er ist ein echtes Original, den hier jeder im Ort kennt. Kennen Sie den Josef Zillien? Wer kennt den Tor Josef nicht? Der ist ja überall bekannt, in Stadt und Land. Schlapp, schlapp, ein gemütlicher Kerl ist der Torschenken Jupp, wenn er seine Gäste begrüßt. Und die kommen meist von weit her. In Köln etwa ist sein Restaurant hier in Dudeldorf in aller Munde, aber auch die Eifler schätzen ihren Jupp und seine kulinarische kleine Welt. Josef ist ein kauziger, liebevoller, aber in seiner Art eben nicht zu duplizierender Mensch, bei dem man sich sehr wohlfühlt in diesem Ambiente hier, sehr gut essen kann. Und seine Frau ist ja eine begnadete Köchin. Also mit Josef kann man eigentlich viel erleben. Und ich sage immer, seine Essen werden immer mit wunderbaren Sprüchen garniert. So der letzte Spruch, den er mir gesagt hat, ist, oh, schon ob da Zalotte paar Kürbiskerne gedurnt, die sehr gut für die Prostata. Du, boah, ich halt noch bedient. Kleine Kauzigkeiten und verdammt gutes Essen. Und das in einem Ambiente, das aus Josef Zilliens Hand kommt. Er ist das kreative Genie hinter dem Konzept der Torschenke. Seine Frau ist das kulinarische Genie. Seit 38 Jahren ist er mit ihr zusammen und hat in der Zeit hier in der Torschenke schon so manchen illustren Gast bedient. Regine Hildebrand. Regine Hildebrand war hier als Sozialministerin. Dann hatten wir Peter Orloff hier. Da wusste man zuerst gar nicht, dass der hier drin war, bis man gemerkt hat, man Betrieb, dass man mehr wurde. Und man hat eine Vision Showband hier. Und man hat der Kurt Beck war hier, Kurt. Da war der noch nicht Ministerpräsident. Da war der hier. Ja. Wir haben das Moman, haben wir einen Scheich, wenn er hier in Deutschland ist, auf Besuch. Der hat, dann ist er auch öfters hier gewesen. Genau, da gibt es die Geschichte mit dem Scheich, der eine deutsche Frau hat und regelmäßig zu Jupp kommt und Beinscheibe serviert bekommt. Und es gibt die Geschichte mit der CIA.
Da hatten wir aus dem Pentagon, war ganz hohen Abgeordneten hier, da war das ganze Haus gesperrt und da hat die Polizei nachmittags von Bitburg angerufen, sie haben heute Abend rote Zone bei unserem Haus. Und sag ich, was ist das denn? Ja, der und der ist heute Abend bei Ihnen als Gast. Und da ist heute Abend Airpolice, da ist Polizei, ist da, wir durften auch sonst keine reinlassen. Das war vorher im Gespräch gemacht worden. Dann sind sie noch nach mittags gekommen, haben geguckt nach den Fenstern und nach den Türen. Da habe ich gedacht, jetzt reicht es, aber jetzt geht er hin. Und der Mensch, um den es sich gedreht hat, das war ein ganz, ganz einfacher Mann. Bei Josef Zillian sind alle ganz einfache Männer. Manuel Antrag, der war mal hier, ja, der kam mal hier rein. Die waren mit 4 Personen, der war aber nicht auf seinen Namen reserviert. Mit 4 Personen kam der hier rein und waren aber dann zu 6. Für 4 war aber auch nur den Tisch reserviert. Ich hab den Mann hier nicht erkannt und da habe ich zu dem gesagt, pack den Tisch mal hier vorne an, dann hast du auch schon für heute was geschafft. Jetzt ziehen wir hier aus dem Eck. Da haben wir die Köpfe mit besetzt, da waren wir bei 6. Und das war ganz lustig mit dem. Also, der hat mir das doch nicht krumm genommen. Ich habe den nicht erkannt. Gestern haben sie zu mir gesagt, kennst du den nicht? Kennst du den nicht? Sag ich, ich kenne den nicht. Ich meine, ich habe abends keine Zeit für Fernsehen zu gucken, gell? Oh, und es gibt ja noch eine Geschichte, die man unbedingt erzählen muss, wenn es um den Torjub geht. Die mit Tina Turner. Josef Zillian ist nämlich ein sehr großer Fan der Rockröhre. Er hat zu ihrem 80. Geburtstag etwa ein ganz eigenes Fest in seinem Restaurant gefeiert, mit Feuerwerk und natürlich richtig gutem Essen. Über Tina Turner lässt Zillian nichts kommen. 7-mal habe ich sie live gesehen. Und ich hatte auch das Glück, ein Riesenglück, dass ich ganz, ganz nah vorne dabei war. Ich war so einen halben Meter vorne weg. Und das war für mich ein Erlebnis. Ich sage immer, wie für Katholik der Papst. Wenn ich auf ein Konzert gehe bei Tina Turner, da war es immer so, da musste ich vorher immer Sachen kriegen, dass ich beruhigt war, dass ich überstanden habe. Und nachher musste ich Spritze kriegen, dass wieder die Knochen gingen, dass die Beine wieder voran gingen. Ich sage immer, wenn die hier reinkommen, das wäre mir sicher ein Tod. Das wäre mir sicher ein Tod. Na, das wollen wir jetzt nicht hoffen. Aber wenn wir schon beim Thema Ende sind, im neuen Jahr wollen Josef Zillian und seine Frau die Torschenke in andere fähige Hände geben. 38 Jahre Vollzeit ist. Und man wollte ja auch noch ein bisschen was vom Leben genießen. Mal hoffen, dass wir gesund bleiben, dass wir noch auf Tour kommen gehen. Und vielleicht ist dann noch das ein oder andere Konzert dabei, wenn es die Füße mitmachen natürlich. Tina Turner wird es dann aber wohl nicht mehr sein, denn auch für sie ist irgendwann der Ruhestand da. Schöne Geschichte von einem echten Dudeldorfer Original. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal über den Weihnachtsmarkt bummeln. Und das macht für uns Barbara. Sie zeigt uns jetzt, was man hier auf dem Dudeldorfer Weihnachtsmarkt alles sehen, hören, kaufen und auch genießen kann. Ah, die Krippenszene. Ja gut, fast. Ein bisschen zu viele Menschen und zu wenige Tiere, aber der Dudeldorfer Weihnachtsmarkt versteht schon was von dem Flair von Weihnachten. Gerade die vielen Amerikaner aus und um Dudeldorf prägen den Christmas Market mit ihrer Anwesenheit. So, do you like the German Christmas Market? Yeah, we love it. It's really awesome. Really nice. What's your favorite thing here? The food. Yeah, definitely the food. 100%. And you like the Christmas market too? I like walking around and that. Walking around? Ja, rumlaufen. Das mag auch die Babsi. Und auf ihrem Rundgang entdeckt sie richtig tolle Sachen. Was gibt's denn hier Schönes? Was verkaufen Sie denn hier? Das ist alles Kunst aus alten Büchern. Das heißt, die Bücher stammen aus einer Privatbücherei von einem alten Herrn, der die eigentlich in den Container schmeißen wollte. Dann habe ich aber gesagt, die sind zu schade dafür. Ich gebe denen ein zweites Leben und war die holen bei denen. Da kommen so hübsche Dinge bei rum. Kreative Basteleien finden sich auf dem Weihnachtsmarkt ja zuhauf. Hier ist aber viel los. Hier gibt's bestimmt was Schönes. Ich gehe mal gucken. Der Stern von Bethlehem. Hallo, Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz fragen? Was gibt's denn hier Schönes an dem Stand? Haben Sie schon was Schönes gekauft heute? Ja, hier gibt's Wichtelmänner, ganz, ganz tolle Wichtelmänner. Wir wichteln in der Familie. Und meine Mama hat jetzt für ihren Wichtelpartner einen Wichtel gekauft. Ja, kaufen kann man hier viel. Zum Beispiel auch köstliche Dampfnudeln, wenn man sich irgendwie durchquetschen kann. Hallo, wie ist der Betrieb hier? Wie kommen eure Dampfnudeln an?
Ja, unsere Dampfnudeln kommen sehr gut an, wie die Kunde nebenan gerade eben gesagt hat. Und der Betrieb ist heute echt Wahnsinn. Das Wetter hält und ja, wir können uns nicht beklagen. Sieht aber auch super lecker aus mit den Kirschen. Oh. Mmh. Hallo, wer bist du? Ich bin die Isabel. Isabel, schmeckt der Glühwein? Ja, schmeckt gut. Ja. Nach schmeckt er? Nach, der schmeckt nach Zimt. Ja, so einen habe ich noch nie getrunken, der ist echt gut. Viel Spaß noch beim Genießen. Mit einem kleinen Weinchen geht auch das Singen gleich viel leichter. But the very next day, I gave it away. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Wonderful is do I, a wonderful open way. Good job. Thank you, you're so cute, so cute. Ja, hier haben wir einen Besucher. Wer bist du? Sag mal kurz. Hallo, ich bin der Oliver und nein, ich bin kein Besucher. Ich bin alteingesessener Dudeldorfer. Genau, auf jeden Fall. Und bin jedes Jahr natürlich hier auf dem schönsten Weihnachtsmarkt in der Eifel. Das ist wohl wahr. Dudeldorf. Nun, da gibt es übrigens Expertenwissen drüber. Hier habe ich ja den richtigen. Hallo, Herr Lutsch. Hallo. Ich wollte Sie mal fragen, warum heißt denn Dudeldorf im Dialekt Denaf eigentlich? Das kommt aus dem Mittelalter, weil Dudeldorf die Stadtrechte erhalten hatte, wurden die Leute der umliegenden Orte, die zur Herrschaft gehört haben, dazu Dienst verpflichtet. Die mussten also ihren Frondienst hier ableisten und die Mauern errichten, die Stadttore, die mussten also dienen und deswegen wurde das zusammengezogen. Aus Diendorf wurde dann dieses Denaf, also sie mussten dehnen in der Mundart. Sehr interessant. Vielen Dank, Herr Lutsch. Dann gehen wir mal gucken, was hier noch alles Schönes gibt auf dem Weihnachtsmarkt. Ach, was ist denn jetzt eigentlich aus dem Keller vom Anfang geworden? Ah, siehste, wunderschön beleuchtet und voller Schmuck ist der ein echter Hingucker. So, hier vor der Burg hat sich eine Bläsergruppe aufgestellt, und zwar die Bläsergruppe Herforst. Manuel, was werden wir denn gleich von euch hören? Das bekannte Advents- und Weihnachtslied macht hoch die Tür. Ja, super. Liebe Zuschauer, das war hier bei uns vor Ort vom Weihnachtsmarkt in Dudeldorf. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wir sehen uns wieder am kommenden Mittwoch, dann wieder aus dem Studio in Wiesbaden zu unserer letzten Ausgabe von hier bei uns für dieses Jahr. Und beschließen wollen wir die Sendung mit der Bläsergruppe Herforst. Und wir beide sagen Tschüss und wünschen Ihnen noch eine schöne Adventszeit. Machen Sie es gut.